Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Animal Crossing New Horizons auf meinem Kanal. Ich hatte neulich das Problem, dass bei jemandem aus meiner Community ein Bewohner ausziehen wollte, der tatsächlich auf meiner Wunschliste stand, ich aber keinen freien Wohnplatz mehr für diesen Bewohner auf meiner Insel hatte. Und daraufhin hat mir dann der Typ aus der Community, der Jordan, danke dafür übrigens, eine Anleitung gegeben, wie man recht schnell einen speziellen Bewohner von seiner Insel rausschmeißen kann. Und da diese Methode bei mir richtig gut funktioniert hat, möchte ich dir euch nicht vorenthalten und werde sie euch jetzt vorstellen. Aber schon mal vorweg, diese Methode funktioniert wie fast alle Methoden, wo man irgendwie Bewohner rausschmeißen soll oder so, nur wenn ihr auch Zeitreisen wollt. Also wenn ihr strikt gegen Zeitreisen in Animal Crossing seid, dann ist diese Methode leider nichts für euch. Und wenn ihr das nutzt, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass natürlich sehr viel mehr Unkraut auf eurer Insel sprießen wird. Und eure Bewohner werden wahrscheinlich euch auch darauf ansprechen, warum ihr so lange weg wart, bla bla bla. Das normale Zeug halt, wenn man Zeitreisen will. Gut, soweit dazu, dann kommen wir jetzt zu der Methode. Und zwar ist diese Methode wirklich super einfach. Ihr müsst einfach einmal das Spiel ganz normal laden. Dann sucht ihr auf eurer Insel so 2 bis 3 Bewohner, die ihr dann auch ansprecht. Dabei ist es sogar egal, welche Bewohner ihr anredet. Also wenn ihr zum Beispiel Guido von eurer Insel weghaben wollt, dann könnt ihr trotzdem in diesem ersten Schritt mit ihm reden. Das ist vollkommen egal. Das hat keine Auswirkungen darauf, wer dann am Ende ausziehen wird oder nicht. Sobald ihr dann mit diesen 2 bis 3 Bewohnern gesprochen habt, müsst ihr das Spiel abspeichern, dann drückt ihr die Home-Taste auf eurem Controller und schließt dann über die X-Taste das Spiel. Dann müsst ihr in die Systemeinstellungen von der Konsole gehen, da dann in diese Zeiteinstellungen, beziehungsweise heißt das glaube ich Datum und Uhrzeit, da müsst ihr reingehen. Und hier, ganz wichtig, stellt ihr die Zeit um einen Monat und einen Tag weiter. Heißt, wenn ihr zum Beispiel wie in meinem Fall am 25.05. eigentlich gestartet habt, dann stellt ihr auf den 26.06. Speichert das dann ab, indem ihr hier auf OK klickt und geht wieder ins Spiel zurück. Und sobald das Spiel dann geladen hat und ihr euch wieder bewegen könnt, dann drückt ihr sofort wieder die Minustaste, speichert das Spiel ab, geht wieder raus, drückt wieder die Home-Taste und schließt mit X wieder das Spiel und geht dann nochmal in die Zeiteinstellungen, wo ihr dann nur einen Monat zurückgeht. Das heißt, ihr seid jetzt insgesamt einen Tag weiter vorne. Verstanden? Okay, gut. Als kleinen Tipp vielleicht noch, stellt am besten die Zeit auch noch auf 13 Uhr mittags. Das hat einfach diesen einfachen Grund, dass die Bewohner um die Mittagszeit eher auf dem Rathausplatz sind, als zum Beispiel abends oder sowas, wo sie dann in ihren Häusern rumlungern. Und stellt den Starttag am besten nicht auf Freitag. Also führt diesen Trick nicht an einem Freitag aus, denn als ich das ausprobiert hatte, da hat das dann nicht so gut funktioniert, wenn KK Slider auf dem Rathausplatz rumgelungert hat. Da hatte ich dann ziemlich oft keine Leute, die irgendwie so eine Nachdenkblase über dem Kopf haben. Deswegen am besten einfach Starttermin, kein Freitag. Ja, und das war's dann quasi schon. Jetzt müsst ihr einfach nur ins Spiel wieder reingehen und da dann halt nach diesem Bewohner suchen, der im Überlegen ist. Der kann in 3 verschiedenen Arten überlegen. Zum einen wäre da zum Beispiel diese ganz normale Denkwolke über dem Kopf. Dann gibt's noch die Methode, wo er dann sowas sagt wie, ich frage mich ob... Oder aber wie in meinem ersten Versuch bei Silke, da hatte die Silke einfach nur ihre Hand am Kinn, so als wenn sie überlegen würde. Und meistens hört man auch noch so ein blub, 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 blub. Also daran kann man die eigentlich immer schon gut erkennen. Falls dieser Bewohner der Nachdenke jetzt allerdings einer ist, den ihr behalten wollt, so wie zum Beispiel bei mir die Silke, dann schließt das Spiel einfach so über das Hauptmenü, ohne zu speichern, und geht dann wieder in die Zeiteinstellungen und springt dann einfach nur einen Tag weiter. Wenn ihr dann das Spiel nochmal neu startet, dann sollte jetzt ein anderer Bewohner am Nachdenken sein. Es kann auch sein, dass der gleiche Bewohner wieder am Nachdenken ist. Das ist halt RNG und zufällig. Aber eigentlich sollte jetzt ein anderer Bewohner nachdenken. In meinem Fall war es jetzt leider die Katharina. Heißt, ich musste wieder das Spiel einfach schließen, ohne zu speichern, und wieder einen Tag nach vorne gehen. Dieses mit dem Tag nach vorne gehen, das macht ihr einfach so lange, bis dann halt der Bewohner am Nachdenken ist, den ihr wirklich loswerden wollt. Und wenn dann irgendwann der denkende Bewohner der Bewohner ist, den ihr loswerden wollt, dann super. Redet ihn einfach an und sagt ihm, er soll ausziehen. Am nächsten Tag packt er seine Sachen und am übernächsten Tag ist er dann halt weg. Und dann könnt ihr auch wirklich wieder einen neuen Bewohner bei euch einziehen lassen. Und ja, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist erfolgreich dein Bewohner losgeworden und musstest ihn dafür nicht mal quälen. Solltet ihr allerdings keinen Bewohner finden, der am Nachdenken ist, dann müsst ihr statt einen Tag nach vorne zu springen, in den Zeiteinstellungen einen Tag in die Vergangenheit springen. Und dann halt wieder einfach danach suchen, ob irgendwo ein Bewohner ist, der am Nachdenken ist. Wenn ihr dann immer noch niemanden seht, der am Nachdenken ist, dann springt ihr einfach wieder einen Tag nach vorne und guckt nochmal. Ich hätte in den Kommentaren und in der Videobeschreibung auch nochmal so eine Methode in schöner Bildform aufbereitet von der Para049, danke an die übrigens, nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch nochmal in Ruhe angucken, wie die einzelnen Schritte sind. Die Grafik ist allerdings auf Englisch, aber im Groben wisst ihr jetzt durch das Video auch, wie dieser Trick funktioniert. Und ihr solltet euch auch nicht allzu viel Zeit lassen beim Suchen, weil wenn ihr zu lange braucht, dann speichert das Spiel automatisch irgendwann ab. Das ist so nach ca. 5 Minuten und dann dürft ihr alles wieder von vorne machen. Und das ist natürlich nie so toll.
Und als kleinen Hinweis vielleicht auch noch, der letzte Bewohner, der bei euch eingezogen ist, den könnt ihr mit diesem Trick nicht ausziehen lassen. Also ihr müsst davor dann jemand anderen ausziehen gelassen haben oder halt jemand anderes muss bei euch eingezogen sein, damit ihr den dann ausziehen lassen könnt. Aber ja, das war quasi der ganze Trick. Hat bei mir, wie gesagt, richtig gut funktioniert und hat auch nicht mal lang gedauert. Also die Videoaufnahmen jetzt für dieses Video haben gerade mal 12 Minuten gedauert, einschließlich dieser ultralangen Ladezeiten von Animal Crossing zu Beginn. Ja, dann lässt sich eigentlich nicht mehr viel sagen. Nochmal danke an den Jordan, dass er mich auf diese Methode aufmerksam gemacht hat. Dann natürlich an die Para 049, dass sie diese Grafik erstellt hat. Und ein Riesendanke an all meine Kanalmitglieder für ihre monetare Unterstützung, damit ich weiterhin solche Videos erstellen kann. Namentlich sind das Jay Kloxen, Tidus DX, Medusa Enzym, Phoenix 2, PSX und der Chaos Dämon. Danke an euch alle. Und ja, das war's dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Videos mehr dieser Art verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.